Feurio zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Society Live Roleplay. Wir gehen auf den Server und gucken mal, was heute so passiert. Wie immer ist nichts gescriptet, geplant oder sonst was. Aber es wird bestimmt wie immer geil. Also los geht's. Schlechte Wetter. Ständig regnet's. Immer. Da hat man überhaupt keine Lust rauszugehen. Mann, was würde ich mir wünschen, wenn wir hier ein paar mehr schöne sonnige Tage hätten. Aber bei dem Wetter kann ich mir gut die Zeit mal oben auf dem Dach vertreiben. Ich habe, glaube ich, schon lange nicht von hier oben aufs Land runtergeguckt. Vor allen Dingen kann ich so viel besser sehen, was sich verändert hat. Ich sollte nur nicht abstürzen. Das könnte wehtun. Was zum... Das ist, glaube ich, der Marktturm. Ah ja. Und hier? Was ist da für ein... Ach, das ist das Haus von der mit dem Papa... Ja, ja. Ja, was ich da aus Versehen kaputt gemacht habe. Schön. Na, dann gucken wir uns das mal auf seine Nähe an. Ich habe mich auch schon länger nicht mehr um das Anliegen meiner Stadtbewohner gekümmert. Immer ist irgendwas, was mich total rausreißt. Aber irgendwie habe ich neuerdings überhaupt keine Schilder mehr im Haus. Das ist echt toll. Ah, dafür vor dem Haus. Schilder betreten, okay. Herr Baudu, ich habe Ihre Nachricht gelesen, da Sie unerlaubt ein Zimmer genommen haben, zahlen Sie das Zimmer zuglich durch einer Geschichte. Aber, das ist fies. Ich hätte doch sonst... Das gibt's doch gar nicht. Ich hab doch... zusätzlich eine Entschädigung. Ich hätte mich auch gar nicht melden können. Das handle ich mit ihm noch aus. So geht das ja nicht. Guten Tag. Hallo? Guten Tag. Guten Tag. Ah, hallo, Enes. Ich möchte da mit Ihnen dann noch was reden. Wow. Sie müssen immer was mit mir reden. Das dauert 2 Minuten. Ja, ja, warten Sie. Wer ist das? War das die mit den roten Haaren letztes Mal? Weiß gar nicht mehr. Oder ist sie neu? Hallo? Können Sie mich verstehen? Hallo. Ah, sie kann sogar reden. Es ist manchmal... Ja, hi. Sind Sie... Kenne ich Sie? Sind Sie neu in der Stadt? Ich bin nicht sicher. Diese Schleife habe ich noch nie gesehen im Haar. Ich bin relativ neu hier in der Stadt. Ich bin die neue Ärztin. Waren Sie nicht mal Arzt? Herr Enes? Waren Sie nicht mal Arzt? Ja, ich war mal Arzt. Cool. Also, Sie sorgen dafür, wenn sich jemand hier verletzt und so. Das ist gut. Das ist wichtig für die Stadt vor allen Dingen. Haben Sie denn schon ein Ort, wo Sie Ihre Untersuchungen so durchführen? An einem Bau. Ah, schön. Ich bin gespannt. So, aber Enes, ja. Sie wollten was von mir, dann gehen Sie schon mal ins Haus. Das können wir auch ganz kurz öffentlich machen, es geht ganz schnell. Ach so. Und zwar, laut den Herr Koko, waren hier ein paar Leute vom Utopia hier in der Stadt und haben ihn vom Dächer gestoßen. Für eine friedliche Stadt finde ich sowas nicht friedlich. Das Problem ist, Herrn Koko traue ich von hier, also von dem Stein, ungefähr bis zu dem Stein. Woher weiß ich, dass aber er das nicht nur so sagt? Ich vertraue Herr Koko. Ja, also ich war schon 2-mal mit Leuten aus Utopia unterwegs und muss sagen, das sind sehr nette und zuvorkommende Leute. Wieso sollten sie einfach jemanden aus unserer Stadt wo runterschubsen? Das macht keinen Sinn. Ich hatte mit denen einen Vertrag, dass ich mich bei denen aufhalten darf, hab nichts gemacht und wurde auf einmal rausgeschmissen. Ja. Und nett finde ich was anderes. Bei Zeiten werde ich mit denen reden. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass es nur was anderes als ein Missverständnis ist, aber ich schau mal, was sich da regeln lässt. Ja, ja. Von dem müssen Sie sich in Acht nehmen. Der ist ein komischer Kauz, oft. Oder auch
schon gesagt. Guten Tag. Dann sollte ich Hallo. So trauen, das wurde mir ein paar Mal schon. Ja, es ist, es ist halt. Ich weiß auch nicht. Hallo. Herr Baloui. Ja. Eine Frage. Können Sie vielleicht bei dem Problem weiterhelfen, dass wir in der Brennerei zurzeit überhaupt keine Ressourcen haben? Sie meinen diesen komischen Stein, der dieser... Das Graue und das Schwarze. Schwarz? Ach so. Ja, das Schwarze, da müssen Sie sich an Herrn Iksali wenden. Also Kohle meinen Sie. Der ist nie da. Also gestern war er da, als ich hier war, das weiß ich, weil er hat bei mir einen großen Diebstahl gemeldet. Nur, schauen Sie mal, sonst ist doch meistens ein Vertreter da. Also ich habe bisher jetzt noch nicht erlebt, dass in der Mine jetzt gerade keiner da, vielleicht mal für einen kurzen Zeitraum, aber bisher war da immer jemand. Und naja, das andere Material, nun, da würde ich Sie vielleicht an die Forscherin weiterleiten oder an die Leute, die Stadt öfters verlassen. Ich glaube, hier im Umkreis ist dieses Lehmzeug schon ziemlich, naja, viel abgegrast worden. Da müssen sie halt auf Wanderschaft gehen. Oder gehen lassen. Lehm kriegen sie so, wenn sie vom Hafen aus in die Richtung fahren. Das sind so mehrere kleine Buchten voll mit Lehm. Aber ich meine, es gibt ja dafür auch genügend Leute, da müssen sie einfach mal in der Stadt rumfragen, wer sich damit auskennt und Leute vielleicht, die halt erforschen gehen. Wir haben, glaube ich, Frau Lunaria, die sich darum hauptsächlich kümmert, vor allen Dingen um das Erforschen. Ach so, okay. Also einfach mal ein bisschen rumfragen, aber ich denke, es gibt genug Leute, die ihn da irgendwie unter die Arme greifen können und sonst halt, ihnen das beschaffen können. Das kostet natürlich Geld, aber ich meine, sie verdienen ja in ihrer Brennerei auch Geld damit, dass sie Sachen brennen. Also es ist nur fair. Wo entsteht denn Ihre Arztpraxis? Wollen Sie mir das mal zeigen? Dafür haben. Sie sind sehr. Sie stottern ein bisschen beim Reden. Ich wollte. Besser? Au, fast tot. Sorry. Ja, ist glaube ich besser. Und da geht sie. Verzeihen. Ah. Nee, was eine Chaosstadt. Ach, Herr Baloui, schön, dass ich Sie mal wieder sehe. Ich habe ein bisschen mit Skeletten experimentiert, diese Knochendinger. Vor allen Dingen mit denen, die so stark sind, die komische Sachen anhaben, aus Ketten oder aus Leder oder sowas. Und dadurch habe ich das hier bekommen. Ich lasse Ihnen das mal als Souvenir da. Der macht viel mehr Schaden. Ich habe das an Tieren getestet. Okay, dankeschön. Das ist der am besten erhaltene. Die anderen sind immer gleich kaputt gegangen, wenn man ausprobiert hat. Oh, das sieht gut aus. Passiert. Ja, ich vielleicht gebe ich ihn an einen der Stadtwachen weiter. Vielen Dank. Okay. Ja, dann schönen Abend noch. Gleichfalls. So, jetzt besser? Nicht wirklich, oder? Ja, und dann passiert das schon, dass ich... Ja, wollen Sie mir denn den Ort, wo Sie ihr Haus oder Ihr Dings hinbauen, zeigen? Kann ich machen, gerne. Ja, dann gehen Sie vor. Ich weiß den Weg nämlich nicht. Das ist sehr unhöflich, was Sie da gerade machen, das wissen Sie schon. Leute zu belauschen und so nah ran. Nee. Was ich hier wo in der Stadt. Das komische Ding da oben drauf ist immer noch da. Wo sind die ganzen Tische und Stühle, in die wir hingestellt hatten? Ach, hier entsteht. Ah. Ja, genau. Das habe ich schon gesehen. Ich habe, also besser gesagt, gestern, als sie angefangen haben, da zu bauen. Sehr schön, sehr schön. Ja, da ist ja noch ein bisschen Arbeit vor. Na, Herr Rias und die Baugilde, die werden sich ja da wahrscheinlich noch gut drum kümmern.
Aber es sieht schon sehr schön aus. Ja, ich kann mir gut vorstellen, wie das mal hinterher aussieht. Naja. Denke auch so, von dem man das so an von den Seiten anguckt und so. Zwei Etagen. Ah, da passt eine ganze Menge Leute rein. Denke, das wird echt. Hallo. Die. Wo kommen Sie denn her? Vorhin war hier eine andere Frau. Ich bin einmal ums Haus gelaufen und hier steht aber immer eine andere Frau. Was ist hier los? Ich bin gerade hergelaufen. Ah, okay. Ja, ich bin nur ein bisschen verwirrt. Ich glaube, ab und zu sind wir alle verwirrt. Ja, ich befürchte. Kenne ich sie schon? Ich bin nicht sicher. Ich glaube, wir sind uns noch nicht begegnet. Sie sehen etwas. Ist Ihnen nicht kalt so an den Beinen und so? Nee, ich arbeite in der Farm, da ist mir eigentlich relativ warm immer. Ah, Sie sind eine von Sagiris Leuten sozusagen. Ja. Gut zu wissen. Und ist denn, also da ist auf jeden Fall immer noch Material genug da? Bei der Farm? Ja. Weil ich kriege immer zu hören, dass überall immer irgendwie nicht die Leute da sind, kein Essen da ist und so. Und ich wollte nur wissen, ob wenigstens bei der Farm alles gut läuft. Also im Moment läuft alles gut. Wir bekommen ab und zu mal neue Sachen wieder rein. Dann arbeiten wir das Feld immer um. Ach, sehr schön. Naja, Hauptsache unsere Leute in der Stadt verhungern nicht. Das ist mit das Wichtigste. Ja, das Problem ist halt, falls mal einer von uns nicht da ist, kriegen sie halt auch nichts. Ja, vielleicht müssen wir uns da noch irgendwas überlegen. Kisten, wo man was rausnehmen darf und Geld dafür da lässt oder sowas. Das wäre doch mal was, aber. Das ist eine gute Idee. Dafür müsste man natürlich den Leuten auch vertrauen können und das scheint in dieser Stadt nicht immer gegeben zu sein. Anscheinend treibt hier auch ein Langfinger so sein Werk hier in der Stadt und den zu finden ist echt schwierig. Tatsächlich? Ja, dem Herrn Nixali wurden wohl sehr große Mengen Material geklaut. Also in der Farm wurde jetzt, glaube ich, noch nichts geklaut. Ja, dann ist ja gut. Meistens eh nicht auf. Das hätten sie jetzt besser nicht gesagt. Das ist, hier hören zu viele Leute zu. Wie zum Beispiel Sie. Warum stellen Sie sich so nah ran, wenn ich ein privates Gespräch führe? Gehen Sie 5 Schritte zurück. Weil ich noch etwas von Ihnen. Ja, sofort. Dann warten Sie auf Abstand. Fies. Nein, wo ist die? Jetzt haben Sie. Nein, da ist die Frau. Dachte ich, der hätte sie. Ja. So. Wollten Sie eigentlich was von mir, oder war das mehr Zufall, dass Sie hergekommen sind? Eigentlich wollte ich nur die Schilder lesen. Ach so, ja gut. Nee, dann kann ich jetzt mich um den ankümmern. Okay, danke. So, jetzt. Ja, es ist, also, ja, in der Brennerei hatte ich zurzeit sehr auffällig große Mengen an Rüstungen für Einzelpersonen bearbeiten müssen. Auffällig große Mengen für Einzelne? Was ist denn so, ich sage mal, die Menge, wie viel die Leute bestellt haben? 3 bis 4 Rüstungen. Ah, das ist ja schon. 2 Personen. 3 bis 4. Ja gut, vielleicht sollten Sie dann einfach mal das Ganze begrenzen, wenn wir nicht so einen großen Materialnachschub haben, dass den Leuten sagen, okay, 2 Rüstungen pro Person ist halt das Maximale. Was sollen wir machen? Wenn es kein Essen gäbe, würden die Leute halt auch nicht so viel Essen kriegen. Ne? Man muss halt mit dem auskommen, was da ist. Aber ich gebe Ihnen recht, dass es auffällig ist für eine Person. Sind es denn Leute aus unserer Stadt oder kommen die von außerhalb? Unterschiedlich. Naja, da müssen sie dann halt schon ein bisschen aufpassen, ne? Weil wenn die Leute nicht aus unserer Stadt sind, kann es halt auch mal was Schlechtes sein. Ja, und dann sind das Leute, die man nur 1-2 Mal auf längere Zeitabstände sieht. Naja, wenn die in einer Stadt wohnen, ist es klar, dass sie die länger nicht sehen. Ja. Passen Sie einfach auf, fragen Sie die Person am besten in Zukunft, also gerade bei Rüstungen oder Waffen oder dieser Art, fragen Sie die Leute, ob sie aus unserer Stadt kommen. Und wenn nicht, fragen Sie, warum, was Sie damit vorhaben und warum Sie so eine hohe Menge haben wollen. Also, dann nehme ich Sie auch ein bisschen in Verantwortung. Ne? Sie können, als wenn Sie die Möglichkeit haben, diese Schutzpanzerung zu bauen, nicht das an Hinz und Kunst vergeben und dann in der Menge, wie Sie wollen. Also, da müssen Sie ein bisschen schon aufpassen. Nicht, dass man uns irgendwann damit angreift. Ja, das ist, ja.
passen Sie einfach ein bisschen auf. Grundstücksbegrenzungen in der Stadt? Hier in dieser Stadt müssen Sie sich an die Baumeister wenden. Außerhalb der Stadt, im äußeren Ring, gibt es da eigentlich, naja, nicht wirklich Begrenzung. Man sollte sich trotzdem halt zusammenreißen, weil ich meine, irgendwann ist da unten auch kein Baugrund mehr. Aber Sie sehen ja, wie groß die Grundstücke dort im äußeren Ring sind. Also da können Sie sich ruhig ein Beispiel dran nehmen. Oder weswegen fragen Sie? Ach, da ist er ja. Naja, weil eigentlich wollte ich ein unterirdisches Haus im Stadtinneren haben, aber dann wurde mir gesagt, ein unterirdisches Haus außerhalb. Also, ja, also im äußeren Ring. Sie können sich ein unterirdisches Haus im äußeren Ring bauen, ja, aber im inneren Ring was unterirdisches, also nur über meine Leiche, nicht hier drin. Draußen können Sie machen, was Sie wollen, aber selbst dann müssen Sie aufpassen, dass Sie nicht irgendwie unterhalb eines anderen Hauses sich entlang bauen. Nicht wahr? Sie müssen da ein bisschen Rücksicht drauf nehmen, weil die Leute wollen ja auch nicht, dass irgendwann ihr Haus einstürzt oder sowas. Deswegen, gehen Sie außerhalb, grenzen Sie das Gebiet ab, schreiben Sie dran, hier wohnt, was weiß ich, Mann mit grünem Dingsbums an und dann können Sie ja unterirdisch das Haus bauen. Aber im inneren Ring muss ich leider sagen, dass für Privathäuser eigentlich kein Platz mehr ist, sondern nur noch für, naja, ich sag mal, für verarbeitende Gewerbe, weil der innere Ring wird halt leider immer enger und Sie sehen es halt selber. Und wissen Sie, wer sich um Beschilderung des äußeren Rings kümmert? Noch gar niemand. Das wäre echt toll. Ja, ich meine, der äußere Ring lebt sehr autark. Ich weiß nicht, so richtig viele Wege und Schilder habe ich da halt auch noch nicht gesehen. Aber ich verstehe Sie nicht. Entschuldigung. Vielleicht sollten Sie einfach mal das selbst in die Hand nehmen. Meine Schilder hinstellen, das kann ja jeder. Ansonsten einfach an jemanden aus der Baugilde wenden. Okay, ja. Ich schau mal, was ich tun kann und ob ich Zeit dafür finde. Ja, versuchen Sie Ihr Glück. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Hier habe ich ein bisschen Geräusch gehört. Ah, so. Ach, Sie sind wieder da. Ich dachte, Sie hätten sich in das andere Mädchen verwandelt. Das war sehr irritierend gerade, als ich einmal aufs Haus gegangen bin. Aber ich sehe schon, Ihre Praxis wird toll. Ich hoffe, Sie können damit einigen aus der Stadt helfen. Ganz viele Leute scheinen hier richtigen Knall zu haben. Vielleicht sollten Sie lieber eine Psychiatrie aufmachen. Das habe ich auch schon bemerkt. Naja, da wünsche ich Ihnen auf jeden Fall viel Erfolg. Ich glaube, man hat nach mir gesucht. Ach, von anderer Seite her. Ich bin dann mal weiter. Okay. Hallo. Guten Abend. Was machen Sie in meiner Stadt schon wieder? Wir haben ein bisschen was für Sie. Ach, gehen wir in mein Haus besser? Ja. Wenn Sie hier sind, bedeutet das meistens Ärger oder sowas in der Art auf jeden Fall. Bin ich jetzt ein Indikator für Ärger oder was? Nee, nein. Also für andere vielleicht, für mich nicht. Müssen wir dafür runter oder ist es nicht so? Man weiß nie, wo die Leute ihre Ohren haben. Wo ist Ihr Partner? Der ist doch sonst immer mit dabei. Welcher Partner? Herr Sora. Anscheinend. Was? So, worum geht's? Es geht darum, dass wir Informationen über Herrn HMV, Herr Diamond King, Herrn Enesco, Herrn Lobcrafter. Wo was zum. Und so haben. Herr Sora, was zum. Wo kommen Sie auf einmal her? Er war schon die ganze Zeit dabei. Nein! Sie. Doch. Sie können sich unsichtbar machen? Ich hab mich nicht wirklich gesehen. Was zum Geier? Endlich? Nee. Unheimlich. Okay, alles gut. Ich sehe jetzt schon Geister. Ja, ist okay. Dann, also, ich höre. Wir haben ein paar interessante Infos von Utopia bekommen. Utopia ist es, diese andere neue Stadt. Diese Stadt direkt neben Ihnen. Ja, und was? Wird ja eine neue Stadt anscheinend gegründet. Ja, Utopia gibt es ja jetzt schon bestimmt eine Woche oder zwei. Ja,
Ja. Nein, ja, noch eine andere Stadt. Was? Sora, ich habe sie gerade überhaupt gar nicht verstanden. Diese neue Stadt wurde von Herrn Enes gegründet. Das waren die Namen. Was? Die Herr Enes hat eine neue. Nein, nochmal. Okay, wer weiß da drin? Herr Lobcraft, der gehört zur Stadtwache. Herr Enes zur Stadtwache. Wer noch? Herr HMV, oh, Herr Diamond King, Herr Pönemu. Was zur Hölle? Das heißt, meine ganzen Führungskräfte in der Stadt sind gegangen? Anscheinend. So wie es aussieht, ja. Aber. Wo ist die Stadt? Und diese Information hat Herr Sora eingeholt. Ja. Und diese Stadt ist auch mag auch keine Besucher anscheinend. Und unter anderem will diese Stadt sie auch stürzen, so wie ich mitbekommen habe. Ja, wieso sollen die mich stürzen, wenn die ihre eigene Stadt haben? Das macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Das weiß ich nicht. Also haben sie. Und das erzählen sie mir jetzt auch nicht so. Nur, also. Nein, also, die Info haben wir heute erst erhalten. Ist die Stadt in der Nähe von Utopia und in welcher Himmelsrichtung liegt die? Die ist ein bisschen weiter entfernt. Aber wir können sie Ihnen gerne zeigen. Naja, wenn wir da ungesehen hinkommen würden. Das Problem ist halt. Was, wenn man uns entdeckt, dann werden wir angegriffen. Richtig. Und wenn ich das gehört habe, sind das ganz schön viele Leute. Ja, ein paar auf jeden Fall. So, hast du Herr Koko auch mit aufgezählt? Achso, nee. Sind sie, Herr Koko gehört auch dazu. Aber Herr Enes war heute, also vorhin noch bei mir, hat sie beschwert, dass er aus Utopia einfach so angegriffen wurde oder sowas. Also, dass die Leute aus Utopia ihn hier einfach vom Dach geschubst hätten oder ein Koko und so. Warum denkt Herr Enes dann, dass er hier noch irgendwas zu sagen hat, wenn er eine eigene Stadt hat? Oder denken die, ich kriege das nicht mit? Ist das noch... Keine Ahnung. Gedacht, sie kriegen das nicht mit? Und es wurde auch gesagt, dass diese neue Stadt auch Utopia angreifen will. Was? Ah, deswegen greifen die sich untereinander an. Das macht natürlich Sinn. Das gefällt mir aber überhaupt gar nicht. Also, erstmal gefällt es mir nicht, dass schon wieder... wichtige, tragende Rolle in meiner Stadt. Ich habe keinen Stadtverwalter mehr. Was denn jetzt? Ja, da haben wir zumindest jetzt schon mal Informationen über HMV. Und ich dachte immer, er hätte vor mir was anzutun. Das ist sehr seltsam. Nun, tja. Also eigentlich müsste ich mir diese neue Stadt mal aus der Nähe anschauen. Meinen Sie, Sie kriegen mich dort... relativ unsichtbar hin. Unsichtbar. Ja, so dass wir vorsichtig von außen rangehen, ohne dass wir vielleicht erwischt werden dabei. Das wäre möglich. Ich brauche hier unbedingt einen geheimen Ausgang aus meinem Haus, den habe ich leider noch nicht. Muss ich mal mit dem alten Mann noch sagen. Ich weiß ja nicht, ob Sie noch jemanden mitnehmen wollen zur Sicherheit. Ich wüsste nicht wen. Ja, diejenigen, denen ich vertraue. Diese Leute sind irgendwie auf eine Handvoll. Das Schlimmste ist, ihnen beiden vertraue ich mehr als allen Leuten in meiner Stadt. Oh, das heißt was. Ja. Es gibt echt keinen mehr, dem ich zutraue, mich ordentlich sicher zu schützen. Vielleicht noch Herr Blue Fox. Aber, und Herr Ixali vielleicht auch noch. Aber die schlafen immer so lange und... Ach, keine Ahnung. Herr Gas ist auch noch ganz okay. Ich glaube, dieser Zwerg am Hafen... Vielleicht können wir den fragen. Vielleicht, ich glaube, der ist auch noch vertrauenswürdig. Ja, wir müssen ja sowieso zum Hafen. Ja, dann gehen wir erstmal vorsichtig zum Hafen und hoffen, dass wir auf dem Weg dorthin nicht gestört werden. Sie haben ja vermutlich noch eine vernünftige Rüstung. Ja, die hält noch. Falls wir angegriffen werden. Kommen Sie, wir gehen hier raus. So, Sie müssen jetzt hier ein bisschen springen.
Schon wieder eine Stadt, die mich hintergehen will. Unglaublich, ey. Das hätte ich von den HMV nicht erwartet. Au. Hallo? Alter Seebär. Ich befürchte, dass der gar nicht da ist. Hallo? Hallo? Jemand hier unten? Meistens schläft er auf seinem Schiff. Wahnsinn, ich guck mal. Hallo? Jemand auf dem Schiff? Hey? Verdammt. Scheint keiner da zu sein. Oder arbeitet er am Leuchtturm? Können Sie da jemanden arbeiten sehen? Meine Augen sind nicht mehr ganz so gut. Nein, leider nicht. Da arbeitet keiner. Zumindest nicht von dieser Seite aus. Oh, da unten ist irgendwas Neues entstanden. Können wir noch in die Richtung laufen, aber wenn da jetzt keiner ist, dann werde ich auf Eskorte verzichten müssen. Hallo? Hallo? Hallo, jemand hier? Okay. Das alles sieht ziemlich schlecht aus. Tja, dann müssen wir so versuchen. Na gut, je weniger wir sind, desto unauffälliger sollten wir sein. Okay, ich hoffe, das ist nicht allzu weit. Das sind schon so ungefähr 1000 Meter. Oha. Wo? Wenigstens ist das Reisen, was da nicht ganz so anstrengend. Und geht relativ schnell. Sind aber langsam. Ja, entschuldigen Sie, ich bin vorhin aus Versehen runtergefallen. Achten Sie mal lieber darauf, dass uns keiner sieht. Ich finde, wir fahren sehr nah am Land entlang. Sieht aber hier unten seltsam aus. Ja, ist mir beim ersten Mal auch schon aufgefallen. Quer übers Meer hat's die verschlagen. Unglaublich. Nur noch mal zum Mitmerken. Herr Diamond King. Herr HMV, Herr Enis, Herr Coco, Herr Luke Crafter und Herr Luke Crafter, Frau Punamo. Frau Punamo auch zwei andere. Das sind aber echt viele. Also hundertprozentig genau wissen wir auch nicht, wer alles. Aber das waren die Namen, die wir uns gemerkt hatten. Okay. Wie habt ihr das überhaupt mitbekommen? Die Infos haben wir von der Stadt von Utopia. Ah, okay. Ja gut, los weiter. Sonst schaffen wir die 1000 Meter nicht mehr. Die waren sehr gesprächig nach unserem Handel. Oh, was haben sie denn gegeben? Zwei Steinschwerter? Wie bitte? Was haben sie denn gegeben? Zwei Steinschwerter? Nein, nur eins. Ich habe auch mitbekommen aus der Schmelze,
dass sehr große Mengen Rüstungen bestellt worden sind. So, also eine Person, die 5 Rüstungen allein für sich bestellt hat. Das war mir schon sehr suspekt. Leider hat der Schmelzmeister nicht darauf geachtet, ob diese Personen aus unserer Stadt sind oder aus einer fremden. Ja, das wird wahrscheinlich einer von diesen Personen gewesen sein, bevor die aufgebrochen sind. Sache machen, damit die Leute sich kenntlich zeigen können, dass sie in ihrer Stadt wohnen. Ja, da müsste man sich was überlegen. Ist echt schwierig, ey. Vielleicht irgendein Wappen oder so. Ja, irgendwas, was man vorzeigen muss, bevor man in unserer Stadt Ware ausgehändigt kriegt. Wie weit ist es denn noch? Ungefähr 500 Meter. Uiuiui. Sicher, dass wir richtig fahren? Ich vertraue im Moment ganz Ihnen, das wissen Sie schon, ne? Ja. Da sieht man doch schon was. Ich sehe Land. Oh. Ups. Keiner gesehen. Man kann auf der linken Seite ist ein Boot. Zu schauen, da hinten ist auch ein Boot angelegt. Ja, ich nehme mein Boot zur Sicherheit mit. Was sind denn das? Das sind Hühner. Oh, die habe ich bei uns in der Stadt noch nie gesehen. Die wurden relativ früh alle getötet. Oh, na subi. Ja, okay, dann mal weiter. Ist es noch weit? Sollten noch 200 Meter circa sein. Wie kann Herr Enis diese große Distanz immer so schnell überbrücken? Wer weiß, wie häufig er von hier weggeht. Bist du? Entschuldigung, ich war abgelenkt. Ich habe keinen Plan, wo er hin ist. Herr Sora? Ich kenne den Weg nicht. Herr Sora? Oh. Herr Sora? Herr Sora? Ah, da ist er. Ah. Ich bin irgendwann noch verloren. Das machen sie extra, oder? Wenn sie von der wegrennen. Dann sag mir doch irgendwas. So, ich glaube, wir sollten nicht mehr ganz so laut sein. Wenn die uns hören, dann haben wir ein Problem. Die Stadt sollte relativ leer sein. Herr Enes ist in der Hauptstadt gerade. Ja, aber wenn da 7 Leute drin wohnen. Da ist die Tür. Wie Tür? Wie Tür, was? Die haben sie nicht besonders gut versteckt. Also ich hätte sie jetzt nicht gesehen. Können wir nicht von außen hier... Was zur... Hölle. Also der Baustil kommt mir extrem bekannt vor. Ja, habe ich mir auch gedacht. Die Farben. Aber das ist doch... Seit wann machen die das hier? Ich weiß es nicht. Das ist ja... unglaublich. Wir schauen uns mal vorsichtig um. Hier wohnt Meister der Baukunst Dark Knight.
Hä? Ich hab irgendwas, hab ich. Wie? Wann? Unter meinem Radar? Ich hab das echt nicht mitgekriegt. Baugilde. Horror-Kit und vom Doktor. Aber das sind doch alle, weder die Namen bisher, die sie genannt haben, noch sonst was. Svenja auch? Vielleicht sehen sie Svenja auch noch dabei. Vielleicht haben sie ihre Namen nicht richtig aufgeschrieben. Sie könnten sich ja untereinander Spitznamen geben. Davix. Aritz, alles Namen, die ich noch nie gehört habe. Zum. Was? Nochmal bitte. Stege sind unterhelfen. Ja, klar. Vermutlich sind das Codenamen. Also versteckte Namen, damit nicht jeder sofort weiß, wer das ist. Interessant, interessant. Ja, passen Sie auf. Ich werde die Nacht auf den Mauern verbringen. Ich werde mir das angucken. Vielleicht werde ich morgen mehr sehen. Das ist ja unglaublich. Aber nicht hier in der Stadt, das ist zu gefährlich. Außerhalb werde ich mir ein Versteck suchen. Da hinten ist ein Aufgang. Aber diese Namen, bis auf den Namen Svenja, kenne ich die alle nicht. Ja. Ich denke mal nicht, dass Utopia uns keine falschen Informationen gegeben hat. Ja, mit Utopia. Weniger. Mit Utopia muss ich dann wohl morgen auch ganz dringend reden. Das macht halt auch Sinn, dass sie dann Herrn Enes getötet haben. Oder Herrn Kogi oder was weiß ich, wie er heißt, getötet haben. Den Weg dann wieder alleine zurück? Bestimmt. Einfach da so schräg in die Richtung, oder nicht? Oder was sind die? Müsste das sein. Da ist das Ding, wo die Tür war. Ja, ungefähr schräg in die Richtung. Also Richtung Mondaufgang, richtig? Ja. So, ja. Also so schräg. Na, das schaffe ich ja wohl. Zur Not, wenn sie länger fehlen, holen wir sie ab. Na gut. Ich denke, hier zwischen den Bäumen werde ich mich verstecken. Und dann mal schauen, wer hier wirklich dahinter steckt. Ja. Danke auf jeden Fall für Ihre Informationen. Nur gefällt mir das wirklich überhaupt gar nicht. Gut, wir machen uns nochmal wieder los. Ja, auf Wiedersehen. Jo. Man spricht sich. Oh Mann.